Okay, wir laufen jetzt ganz schnell rum. Lager. Ich habe ihn auch nicht gefunden. So Leute, ich gehe gerade hier so ins Camp und es kommt mir einfach vor, als ob ich ein Krieg wäre. So übelst die Festung gebaut, so. Es ist Regen. Keine Ahnung, wir haben uns versucht zu tarnen und... Herzinfarkt 3000, Alter. Da drin, eben. Warum bin ich eigentlich immer das Arschloch in jedem Event in Unterhose oben rumzustehen? Weil du immer der Blöde bist, der sich fangen lässt einfach. Alter, ich wollte nur eine Regenjacke holen. Scheiß auf die Regenjacke. Wir sind alle nass. Ich kann die auch aufreißen. Da, brauchst kein Messer. Okay. Du kennst das Prozedere. Ja. Ausziehen! 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 Lauter! Ausziehen! Ausziehen! Lock die Zombies so nicht an. Komm, ich zieh alles aus. Ja. Ja, ja, was hast du denn? Warum willst du hin hier überhaupt? Gucken wir mal gleich Richtung See, glaube ich. Bin langsam, aber nicht hier. Ne? Langsam, nicht die schnelle Bewegung, Mister. So, der Rest, denkt bitte dran, dass trotzdem immer noch von überall irgendwas, wie gesagt, hinten, ne? Kommen kann, ne? Drei Mann. Also, sind auch Zombies. Anker kümmert sich. Cool, ein netter Versuch. Ihr beide, hier, Mirko, Anker, ihr kümmert euch um ihn. Der Rest hat wieder die Augen offen. Dabei. Wir haben noch ein Auto betrachtet. Hey, jetzt die Frage, wie weit willst du dich ausziehen wegen der Kamera? Also wenn du irgendwas verpixelt haben willst, musst dann du... Dann verpixel ich dich. Ja, ist alles gut. Meine eigenen Männer haben auf mich geschossen. Kannst du nicht weiß, ist schlecht. Wohnt ihr? Das war, welcher? Das war... Ich wo kommt ihr her? Ja. Ja, okay, gut. Dann passt das. Am Ende sehen meine Kollegen mich schon am letzten. Komm, schwatz nicht, sieh zu hier. Hier bin ich. Das ist kein Kindergeburtstag. So, Markus, und jetzt? Wohin? Geh aber mal Richtung See, Prinzessin. Einfach schwimmen. Ich hänge. Das Ding ist so lang. Bis jetzt ist es erlaubt, auch noch Fotos zu machen. Ist das kalt. Der Regen lässt nach, das ist gut. Nee. Bevor du dir deinen Kopfschuss abholst. Oh, der fest. Hier ran. Arme nach oben. Kopf nach da. Gesicht nach da. So? So will ich das. Boah, fuck off. Ich nehme mal zur anderen Seite. Oh, es ist kalt. Was passiert mit Gefangenen, Kinder? Wenn meine Fraktion es nicht gebacken kriegt, mich zu holen, kriegen die kein Wasser bis morgen. Ohne Scheiß. Er ist auch noch Fraktionsführer. Du kannst dich ein bisschen abkühlen da, Schwester. Lass dich nicht von den Fischen beißen. We'll be right back.
Guten Morgen, Leute. Ich habe tatsächlich etwas düsen können. Wir haben nämlich gestern, wo wir ins Bett gegangen sind, extra noch alle Waffen ausgemacht. Alle bling bling kackebums. Es hat nichts gemacht. Oh, diesmal war es nur ein bisschen kalt. Aber es war okay. Ich habe vielleicht ein bisschen schlafen können. Also Stand jetzt ist es einfach, dass unsere gesamte Fraktion halt gemeinsam mit unterschiedlichen Missionen ja beauftragt wurde. Und gestern hatten noch welche die Mission, an einer Leiche, an einer Zombie-Leiche, so einen Code rauszufinden. Dieser Code war dann für einen Tresor, den mussten wir auch noch suchen. Also die Leute, ich war nicht dabei, alle wurde gesucht. Und da waren halt irgendwie so Unterlagen drin für so ein Serum oder so. Und heute ist der Plan, dass wir zwei Zombies fangen und versuchen werden, denen das Serum einzuflößen. Ob dann das funktioniert oder nicht so. Und hoffentlich, wenn wir damit die Apokalypse irgendwie beenden können. Ja, so, das ist der Plan heute. Ich glaube, das war das Update, ja. Also die Haarproben, die Hautprobe und die Blutprobe mussten wir suchen, weil das irgendwie zum Zwecke für das Serum, für die Herstellung des Serums war das, ne? Deswegen mussten wir das suchen. Ich glaube schon. Ach, keine Ahnung. Die ersten, wie sagt man dazu? Mir fällt das Wort nicht ein. Ah, Blessuren war's. Die ersten Blessuren sind schon da. Hier zeichnet sich ein großer Fleck ab. Hier ist ein heftig blauer Fleck. Und hier zeichnen sich blaue Flecke ab. Aber ist auch kein Wunder, wie ich mich einfach auch öfter so voll in den Dreck geworfen habe, um vom Zombie zu fliehen. Gestern bin ich so einen richtig steilen Abhang runtergerutscht, weil das hat ja geregnet und hier ist irgendwie so lehmig der Boden. Das war irgendwie schon geil. Und dann musste ich gestern noch wegen Zombies voll in den Dornen sitzen, im Brennnesseln saß ich schon. Und das ist total egal, weil du bist so in diesem Film drin, ne? Dich interessiert nicht, ob da jetzt Dornen sind oder Brennnesseln oder ob dir eine Spinne über den Tisch krabbelt, ja, über den Arm krabbelt oder so. Dann finde ich total witzig irgendwie. Du merkst den Hunger nicht, du merkst die Müdigkeit nicht. Wenn du in diesem Film voll drin bist, dann bist du doch voll drin. Du merkst das, wenn du dann im Camp bist und dich einmal kurz hinsetzt. Dann ist vorbei. Ja. Ah, oh, Leute. Ich feiere das. Feiere ich richtig hart. Es gab neue Anweisungen. Also ich habe euch ja erzählt, dass wir Zombies fangen müssen. Neue Anweisung ist halt, dass wir keine Waffen benutzen dürfen. Weder nah noch fern. Also jetzt, keine Ahnung, wir versuchen das mit dem Netz irgendwie einzufangen. Und hoffen, dass es hält. Ist jetzt in diese Käfige gesperrt, das Serum eingeflößt. Ja, beim Rausgehen war ja eigentlich schon zu erwarten, dass da irgendwer ist. Der Professor oder der Labortyp, keine Ahnung. Wir wissen aber nicht, was der für einen Auftrag hat, Alter. Ganz ehrlich, jetzt haben wir alle so getan, als ob wir Zombies wären. Ob es das jetzt gebracht hat,
keine Ahnung. Ja, wir rüsten uns jetzt erstmal aus. Jetzt dürfen wir wieder Waffen benutzen, soweit ich weiß. Und dann geht das ab, die Luzi. Alex, das Hinterboot ist down. Hier, ich geb dir Feuerdeckung. Guck ich hin. Baumstamm? Ja, da hinter den Bäumen Stamm. Vorne, ganz, also 12 Uhr. Vorsicht, das ist ein Claymore. Was heißt das? Wenn du da vorbeigehst, dann liegt die andere Luft. Leute. Boom. Das war's. Echt? Krass. Wer hat's gemacht? Sauber. Wer sonst? Sauber. Ach cool. 12 Stunden Ketchup-Gefleck. 24 Stunden. Boah, das ist halt wild. Gut. Eben wegen dieser Bombengeschichte und ob die Zombies den, das Serum quasi geschafft haben und ein Mensch geworden sind. Es ist jetzt immer so, dass beide Geschichten, also beide Fraktionen,
andere Geschichten haben. Bei uns war es so, dass wir die Bombe entschärfen mussten, weil das Serum gewirkt hat. Die Zombies wurden wieder zu Menschen. Bei der Gegenfraktion war das eben so, dass das Serum nicht gewirkt hat und die deshalb das ganze Gebäude in die Luft gejagt haben oder wollten. Genau, was war noch? Genau, der was ist mit dem Labortyp? Der Assistent ist sozusagen einer der letzten Creepy, unserer Creepy-Assistent. Hat er die Zombies? Der hat die dressiert. Der hat die dressiert die ganze Zeit und hat versucht, sie auch abzurichten. Genau, hat man ja mal ein bisschen. Und wollte natürlich beide Fraktionen von diesem Grundstück fernhalten, weil das sein Hort war, sein Place, an dem er sicher war und seinem Wahnsinn und seinem Irrsinn weiter. Ja. Naja, ja, wie gut, auch immer. Ne? Er ist im Arsch, die Katze ist gekämmt. Was soll ich sagen? Ja, also ich würde sagen, Mission gelungen. Die Apokalypse ist damit beendet, wir haben Serum. Ja. Ja, Kinder, die Bombe wurde entschärft, wir haben das Match gewonnen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass auch Zombies unterwegs sein werden. Ich dachte eher, das wäre so ein Fraktionsding. Haben sie uns dann doch nochmal überrascht. Das Wochenende war einfach legendär. Props gehen raus an die Organisator und auch an die Schauspieler. Die waren einfach phänomenal. Gut geschrieben, wie ich fand. Es hat mich körperlich und geistig ziemlich fertig gemacht, aber ich bin selber meine Grenzen hinausgegangen. Ich habe viel über mich selbst gelernt, tatsächlich auch. Und ich bedanke mich einfach, dass ich hier sein durfte. Super gern. Ich würde tatsächlich auch gerne wiederkommen. Hast jetzt tatsächlich unser Einsteiger-Event geschafft, lieber Anke. Bist tatsächlich an deine Grenzen gegangen. Das war wirklich echt, ja. Ich erinnere mich an die Geschichte auf der Feuerleiter. Oh Gott, Tapfer. Ja. Wie habe ich mich so angestellt? So, weil ich habe ja auch, ich habe ja auch noch nie so richtig mit. Du warst immer vorne mit dabei. Ich habe irgendjemanden gesucht, der irgendeine Mission regelt. Die Einzige, die sich immer gemeldet hat, Anke, hier läuft, war am Start. Nein, also du bist bereit für eine Zombie-Apokalypse, auf jeden Fall. Oh, geil. Danke, Mann. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Ich danke mich. Dankeschön und wir freuen uns auf dich, wenn du wieder da bist. Sehr schön. Bis dahin. Ciao. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.